Meine EM-Rente wurde abgelehnt. Was soll ich tun? Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wir haben wieder eine Beratungsanfrage bekommen. Sie schreibt uns, dass ihre EM-Rente abgelehnt wurde und was sie jetzt eigentlich noch tun muss. Ich bin total zerschlagen wegen der Ablehnung auf Weiterbewilligung der Erwerbsminderungsrente. Und ohne Medikamente kann sie schon gar nicht mehr selber schlafen. Sie war in den letzten 4 Jahren in einer psychiatrischen Klinik und seit Juli 2019 muss sie wegen Depression entsprechende Medikamente nehmen. Sie ist schwerbehindert mit einem Grad der Behinderung von 50 und hat noch so Folgeerkrankungen im Herz-Kreislauf-Bereich und Bronchialerkrankungen. Im Mai 2020 wurde durch die Deutsche Rentenversicherung ein Gutachten beauftragt und der Gutachter diktierte nur aus der Rentenakte und stellte mir ab und zu mal ein paar Fragen. Mehr nicht. Die Deutsche Rentenversicherung lehnte aufgrund des Gutachtens diese die beantragte EM-Rente ab. Ihr eigener Arzt hat wohl gesagt, dass die gesamten Befundberichte von ihm wohl durch den Gutachter nicht erwähnt worden sind. Fragestellung: Herr Knöppel, was kann ich jetzt tun? Das hört sich vielleicht jetzt mal wirklich sehr banal an, aber ich sage immer, Ruhe bewahren und tief durchatmen. Denn Sie haben schon das erste Richtige getan. Sie haben sich an uns gewandt und haben um Rat gefragt. Und als nächstes, Sie schreiben das Eingangsdatum des Rentenbescheides auf. Und dann schreiben Sie darunter Widerspruch einlegen. Das ist das Wichtigste, was Sie jetzt erst einmal tun müssen. Sie müssen nicht darüber grübeln, warum die Deutsche Rentenversicherung jetzt so entschieden hat, sondern Sie müssen einfach nur sich darüber im Klaren sein, Widerspruch einlegen. Und wenn Sie das gemacht haben, dann können Sie das auch gar nicht vergessen. Weil wir wissen ja, dass die Widerspruchsfrist 1 Monat beträgt, nach Zugang. Jetzt gehen Sie als nächstes zu Ihrem Arzt, fragen dem, was sagt der denn eigentlich dazu? Und glauben Sie mir bitte eins, Ihr Arzt wird Ihnen wahrscheinlich sagen, dass Sie sich bitte professionelle Hilfe nehmen sollen. Und zwar externe Beratungshilfe. Entweder von einem spezialisierten Rechtsanwalt vor Ort oder natürlich, wenn Sie möchten, auch durch uns, Rentenbescheid 24. Wenn Sie selber aber Widerspruch einlegen, dann unbedingt Akteneinsicht anfordern. Zur Deutschen Rentenversicherung gehen, wenn das möglich ist, und in die Akte reinschauen und ganz genau gucken, was steht in den medizinischen Daten drin. Wer hat das Gutachten gemacht? Wer hat das Gutachten unterschrieben? Ganz wichtiger Punkt. Welche Befundberichte liegen vor? Was fehlt in der Akte an medizinischer Dokumentation? Kann ja sein, dass da alles fehlt. Sie haben alle Unterlagen. Die Deutsche Rentenversicherung hat nichts abgefordert von Ihren Ärzten. Wer hat bei der Deutschen Rentenversicherung als Vertrauensarzt die sozialmedizinische Fallbearbeitung gemacht? War der Fachspezialist für neurologische oder psychiatrische Erkrankungen? All diese Dinge müssen Sie bitte mal prüfen. Mögliche Ungereimtheiten und Widersprüche in der Akte aufklären und dann auch wieder Blatt Papier nehmen, aufschreiben, wenn Sie was entdeckt haben, die Seitenzahl der Akte, wo das genau drin steht und notfalls machen Sie sich bitte auch Kopien. Wenn Sie dann sagen, ich habe erstmal alle Informationen, dann gehen Sie wirklich auch so gut vorbereitet in ein Beratungsgespräch bei Ihrem Anwalt vor Ort oder Ihrem Rentenberater oder auch zu uns als Rentenberater von rentenbescheid24.de. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.